Servus Leute und willkommen zurück bei Shisha WG. Heute geht es weiter. Der nächste Part Community Kopfbau-Videos geht weiter. Ihr habt wieder fleißig Videos eingeschickt. Wir gucken uns die natürlich jetzt gerade live im Stream an. Übrigens meistens dienstags, donnerstags und sonntags ab 8. Meistens sind wir da live und gucken uns verschiedene Shisha-Videos an, quatschen über Shisha. Also gerne mal vorbeischauen. Falls ihr Bock habt mitzumachen, Leute, alle Erklärungen sind unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne noch ein Video einschicken. Dann gucken wir uns das auch zusammen im Stream an. Ich sage, ob ich noch irgendwas sehe, was ich vielleicht besser machen würde. Oder einfach nur, wie nice es denn ist. Wir gucken uns jetzt auch das erste Video an, nach dem Intro. Ja, hallo zusammen. Ich dachte, ich zeige auch mal meinen Kopfbau. Bei mir wird es heute geben, ein Kilo Love 66 am Start. Absolut Ehre. Ding. 66 mit True Passion Le Chill im Oblaco. Das Ganze Oblaco werde ich auf Start. Vollkontakt mit Alu bauen und ein Apple on top. Und ja, fangen wir mal an. Nice. Benutzt eine stinknormale Kuchen. Ehre, er hat einfach hinten eine Meteora und Hybrid Theory Platte eingerahmt an der Wand. Also anscheinend ein riesen Linkin Park Fan. Sehr, sehr geil, Digga. Feier ich. Und ja, Oblaco S hat er mit Love 66 und Le Chill auf seiner VZ. Und wir sehen da oben auf dem Kohleteller, hier, sehen wir schon einen Apple on top rumliegen. Mit Alufolie und Apple on top, auf jeden Fall sehr nice. Ja, erstmal ordentlich umrühren und dann schön den Tabak ins Köpfchen. Na, da war seine Gabel schon sehr, sehr voll, aber sehr nice. Wir hören so ein leichtes Grundrauschen, ne? Auf jeden Fall einen guten Musikgeschmack. Ja, sehe ich auch so. Und wenn ich mir hinten das Kissen so angucke, auch einen sehr, sehr guten Autogeschmack. Das Ganze vom Mischungsverhältnis mache ich ein bisschen mehr Love als Zitrone. Jo, und vor allem macht er den gut voll, den S. Also das ist definitiv mal ein Vollkontakt. Ein bis zwei Millimeter über den Rand, aber das Ganze schon recht kompakt, also nicht sehr fluffig. Interessantes Setup auf jeden Fall. Müsste ich auch mal testen. Können wir gleich zuschrauben. Oh, RIP-Kamera. Salah. Diese Kratzgeräusche. Bild, ja, passt noch. Aber wir sehen da so eine Flasche ein bisschen rechts im Weg, aber passt. Ja, vom Le Chill ist nicht mehr ganz so viel über. Dürfte aber noch für einen Kopf und jetzt die Mische hier reichen. Interessante Mische auf jeden Fall. Love 66 und Le Chill klingt ganz geil. Reicht sogar ein. Habe ich noch nicht probiert. Aber sehr voll, das Köpfchen. Sehr, sehr voll. Also hätte ich nicht gedacht, dass man den Oblaco S so rauchen kann. Ja, Overpack mit Alu und dann Apple on top drauf. Habe ich noch nie probiert. Klingt aber sehr, sehr interessant. Werde ich auf jeden Fall die Tage mal nachmachen und auch mal probieren. Habe ich noch nie so probiert. Oblaco S mit Apple on top, Overpack. Noch nie getestet. Genau, immer schön Döschen gleich zumachen. Bin mal auf den Durchzug gespannt. Da wäre ich auch sehr gespannt, Kevin. Spannen wir die Alu. So, boah, das klingt relativ dünn. Aber bei einer Lage, denke ich mal, es ist Panzer-Alu. Ah ja, wollte ich nochmal zeigen. Ja. Sieht man auch relativ gut, das dunkle ist Love, das helle ist der True Passion. Ist gut voll, wirklich sehr gut voll. Über den Rand. Ja, zwei Mini-Lücken habe ich drin. Wie er nochmal ganz genau hinguckt. Achtung. Das ist ein Kopf. Shisha-Kopf, Tabak rauchen, ja. Geil. Ja, zwei Mini-Lücken habe ich drin, aber. Ah, sah gut aus. Und top regelt das. Ist so. Na, leicht nochmal angedrückt. Alu drüber.
Okay, mit einer Gabel. Er versucht dann mit der einen. Ah, nee. Okay, ganz interessant. Also, er geht mit der einen. Ne, er hat so eine. Wie soll ich das zeigen? So eine Trippelgabel. Der geht dann so tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Darüber. Bin mal gespannt, wie viele Reihen er macht. Und wie viele Löcher. Aber dafür, dass er mit einer Gabel locht, sieht das gar nicht so übel aus. Scheiße, mal rein beim Bauen mit Gabel. Ja, geht mir auch so, Dominik. kannst du mir eine Shisha empfehlen im Preis von 30 bis 70 Euro? Einfach mal Ausrufezeichen Shisha in den Chat eingeben. Dann kommen meine beste Pfeifen unter 100 Euro Video. Mein Video. Kommt mein Video. Du weißt schon, was ich meine. Ausrufezeichen Shisha. Aber ist echt mal alles andere als ein Standard-Setup. Wir machen anscheinend drei Reihen Löcher. Beziehungsweise in der dritten Reihe kommen nur ein paar Löcher. Das ist so. Ja. Aber ist wirklich mal ein anderes Setup. Hatten wir noch nicht so oft. Oblaco S, Overpack mit Alu und dann Apple on top. Sehr interessant. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Auf jeden Fall. Vielleicht sogar schon morgen. Dann zeige ich es euch auf jeden Fall auf Insta. Solltet ihr noch nicht auf Insta vorbeigeschaut haben, ich habe auch einen Insta-Blog, kommen eigentlich im Moment fast nur Stories, aber was ich so tagtäglich rauche, wie ich ein Köpfchen baue, was ich gerade an Tabak bekomme, was ich bestellt habe und so weiter. Also falls ihr noch nicht auf Insta abonniert habt, einfach mal swg.hooker suchen. Link ist auch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da kommen halt daily irgendwelche Stories, was ich gerade aktuell rauche, was ich so mache, alles mögliche. Also wenn ihr Bock drauf habt, gerne mal auf Insta vorbeischauen. So sieht meine Lochung aus. Also ohne Scheiß. Für eine Lochung mit einer Gabel sieht das verdammt gut aus. Also ich glaube, ich habe noch nie so gut mit einer Gabel gelocht. Safe call. So sieht meine Lochung aus. Ich loche immer mit der Gabel, weil geht schneller. Die ist sehr spitz vorne, nicht so rund wie die meisten Kuchengabeln. Und Endergebnis war ja top. Also spricht absolut nichts dagegen, da einfach eine Kuchengabel zu nehmen. Geht das eigentlich ganz gut. Faulheit. Und man muss ja nicht immer sich einen Lochstecher für, ja gut, die günstigen gibt es auch, aber von Werkbund für 30 Euro kaufen. Ja. Läuft auch so. Ja, geraucht wird auf der VZ-Hooker mit, wie gesagt, Apple on top. Also den Wish Fake, weil funktioniert genauso. Dann hole ich eben Kohle. Euch mache ich auf Stopp. Und mach uns mal auf Stopp, Digga. Ja, dann rauchen wir. Bis gleich. Aber lösch uns nicht. Overpack gebaut. Jetzt zu Anfang. Ich habe drei Stück angemacht, Black Kokos. Zwei Stück in den Apple on top. Die eine behalte ich mir für später. Okay, nice. Und mach den Deckel auch gleich zu, aber so, dass die Löcher oben auf sind, damit die Kohle noch genug Sauerstoff kriegt. Okay, Löcher auf, Deckel zu. Wenn man ihn dann drauf kriegt. So. Sehr interessant. Apple on top sieht man sehr selten in Deutschland. In Spanien aber wahrscheinlich das Nummer 1 Setup. Also die Spanier rauchen fast immer einen relativ sparsamen Funnel mit Alufolie und Apple on top mit zwei Kohlen. Also auch wirklich ein schön sparsames Setup, das sehr gut funktioniert. Habe ich in Spanien sehr oft geraucht. Funktioniert top. Jetzt in der Regel mal so 2-3 Minuten erstmal durchwärmen. Statt dass ich mir dann verziehe. Kann man auf jeden Fall machen. Und ja. Dann nehme ich entspannt die ersten Züge, guck, wie die Hitze ist. Ja. Und rauche das Ding in Ruhe an. Ich würde mal sagen, ich warte mal irgendwie 2 Minuten, stelle ich nochmal kurz auf Pause und dann rauchen wir das Ding zusammen an. Bin ich sehr gespannt. So, 2-3 Minuten sind vergangen. Ich nehme mal den Schlauch aus dem Schlauchhalter. Ich habe keinen Zug getan. VZ ist schon eine sehr, sehr schöne Pfeife, aber eins müsst ihr wissen, gerade über die VZ Kupfer, sie ist sehr pflegeaufwendig. Also wenn ihr die nicht einmal im Monat schön mit Messingpolitur poliert, dann ist das echt eine riesen, riesen Krise. Ja. Bowl ist auch noch frei. Ach, nebenbei, ich müsste die mal wieder putzen, ist ganz schön angelaufen. Aber egal, darum soll es ja nicht gehen. Ich nehme mal den ersten Zug. Also wenn man sieht, wie der Rauch aufsteigt und wie er zieht, Durchzug scheint nicht
krass zu sein, aber okay zu sein. Und mehr hätte ich jetzt auch nicht erwartet, wenn man halt Overpack mit Alufolie und Apple on top raucht. Also viel mehr Durchzug hätte ich jetzt auch einfach nicht erwartet. Soll es ja nicht gehen. Ich nehme mal den ersten Zug. Rauch sieht allerdings für den ersten Zug sehr, sehr nice aus. Problem, was ich auch oft mit der VZ hatte, war hier, das Entlüftungsventil ist einfach nur ein Rohr, auf dem so ein Plättchen liegt. Und wenn das nicht perfekt trocken ist, hängt das sehr, sehr gerne mal an. Da muss man immer mit dem Finger hingehen, das so ein kleines bisschen anstummen und dann kann man nice entlüften. Ist fast ein bisschen heiß geworden, aber das ist egal. Also er muss schon relativ lang ziehen. Aber Rauch sieht nice aus. Aber die Linkin Park Alben, die an der Wand hängen, das macht mich an. Sehr, sehr geil. Kopf ist ein bisschen zu fest. Da werden wir jetzt mal eben Die Alu etwas... Genau, wenn euch sowas passiert, relativ easy. Ihr könnt einfach die Gabel nehmen, geht in eure gemachten Löcher und hebt das Ganze so ein bisschen an und versucht das so ein bisschen aufzulockern. Macht das von ein paar Seiten. Und dann sollte das wieder deutlich besser laufen. Und Shisha kostet dann trotzdem locker 20 Euro, was? Achso, gibt es auch in einigen Bars, die etwas hinterher sind. Tonkopf mit Kamin, nach einer halben Stunde ist dann RIP und die Shisha kostet trotzdem locker 20 Euro. Das ist mies. Vito, moin moin, Digga, schön, dass du da bist. Noch an alle, die noch neu auf Twitch oder auf YouTube am Start sind. Ich sehe gerade 1009 Zuschauer auf YouTube. Viel zu wild, Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle am Start seid. Sehr, sehr geil, dass ihr hier mit mir den Abend ein bisschen verbringt. Ja, aber ihr könnt das ein bisschen auflockern und dann funktioniert das wunderbar. Dann setzt ihr eure Kohle mit dem Apple on top gerade wieder drauf und dann könnt ihr weitermachen. Das anhebeln, auch wenn das nicht lange etwas bringen wird. Oder ich suche mal meinen Lochstecher raus. Ich stelle euch nochmal kurz auf Pause. Stell uns nochmal auf Pause, Digga. Man kennt ihn. So, da bin ich auch schon wieder. Stinknormaler Lochstecher. Genau, wenn das mit dem Hebel nichts hilft, könnt ihr immer noch einen Lochstecher nehmen, geht unter eure Alufolie und lasst den dann da einfach so liegen. Das hebelt so die Alufolie so ein bisschen nach oben und dann sollte der Durchzug wieder besser sein. Dann sitzt euer Apple on top ein bisschen schief drauf, ist aber kein Problem, sollte trotzdem genug Hitze an den Tabak kommen. Dann bauen wir jetzt eine Funnelbrücke. Also ist der Kopf aber ein bisschen locker. Guck mal hier. Oh, 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 oh. Nicht den Oblako schrotten. Ich muss den Kopf irgendwie festhalten. Das ist dann halt immer so ein bisschen Gefummel, ne? Und das hat man eigentlich nicht mit einer Smokebox. Wenn bei der Smokebox der Durchzug ein bisschen RIP ist, dann nimmst du gerade deine Zange, gehst die rein, drehst die um 20 Grad, setzt die wieder drauf und dann hat sich die Sache. Sogar bei Overpack. Jetzt dürfte der Durchzug aber passen. Auf den Werkbundstecher hat er keinen Bock, aber die riesen Werkbundzange für 35, 40 Euro, kein Problem, kein Problem, die kaufen wir. So, jetzt dürfte der Durchzug aber passen. Ja, das sieht schon viel besser aus. Hört sich auch schon viel besser an. Noch ein paar Riga am Start. Es ist ein cooles Setup, auf jeden Fall. Auch mit der Pfeife, sehr, sehr nice. Ah, Ringelauf. Ehrenmann, er ist real und cuttet nichts. Ja, das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Also sehr, sehr entspannter Kopfbau, sachlich geblieben, schönes Setup, mal nicht Standard. Ja, nicht die klassische Shisha-WG-Empfehlung mit Oblako M und Cutout, sondern mal ein bisschen was anderes. Finde ich auch sehr geil, dass wir das mal sehen. Und wirklich real geblieben, so, ach, Durchzug war kacke, aber kein Problem, das fixen wir jetzt zusammen. Sehr nice, gefällt mir wirklich gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zum Abschluss habe ich mir noch was überlegt. Ich zeige euch nochmal meinen Tabakschrank und Pfeifensammlung. Hat ein paar rumstehen. Ich entschuldige im Voraus, ein paar sind dreckig. Ich wollte jetzt nicht 10 Pfeifen, 10 sind es nicht, die dreckig sind, für das Video putzen. Ich mache euch kurz wieder auf Pause und zeige euch einmal, wo was hier rumsteht. Zeig mal her, Digga. Abend waren ein paar Freunde hier. Da stehen hier im Wohnzimmer jetzt noch ein paar ungeputzt. Die muss ich heute noch... So, wir sind gespannt auf die Shisha-Sammlung. Nochmal putzen und dann gehen wir nochmal einmal in mein Büro.
Da stehen meine restlichen Pfeifen und meine Kopfsammlung. Einmal kurz ein Schwenk, dauert nicht lange. Hoffe, es gefällt euch. Bin gespannt, Digga. Oh. So, ich. Sehr, sehr ausgefallene Sachen auf jeden Fall. Also hier sehen wir eine Traddy, da sehen wir noch eine Traddy. Das müsste eine Mose Breeze sein. Eine VUCA ganz klassisch am Start. Hier sehen wir auch ein Smokebox-Setup. Das war wohl ein Kamin-Setup. Hoffentlich für die Freunde. Ich weiß gar nicht, was das für eine ist. Elmas vielleicht? Das hier sieht aus wie eine Bowl von Amazon, aber die Pfeife ist definitiv keine Amazon. Das könnte hier... Wie heißt denn nochmal diese überteure, krasse Traddy? Die so überhart gefertigt ist und irgendwie eine Million Kilo wiegt. Wie heißt denn ja noch? Oh, man muss auch hier, ne, da. Ich entschuldige das Chaos im Hintergrund. Ich habe ein paar Lieferungen bekommen noch. Das sind ein paar meiner Pfeifen. Traube Minze, also syrische Traddy, Traube Minze mit einem brasilianischen Kohleteller, Ärgermann Bohl, die alte. Eine Al-Jamal, auch Al-Jamal, so heißen die Al-Jamal. Leute, die sind so teuer und so schwer, das ist richtig krank. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Shop heißt. Al-Jamal Shisha. Die sind richtig, richtig teuer. Und richtig, richtig schwer. Genau, bei Wasserpfeifen und mehr, der macht die nämlich. Hier, die großen kosten einfach mal 430 Euro. Hier noch eine größere mit Bowl, 530 Euro. Also sehr, sehr teuer. Guck mal hier, so eine kleine schon. Unser Baby, 480 Euro. Ich glaube, er hat die hier mit diesem Bubble. Ja, das müsste seine sein. Die kostet einfach, wenn das Bild mal weggehen würde, 420 Euro. Und ich glaube, die ist ohne Bowl. Und die ist richtig, richtig schwer. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwo hingeschrieben hat. Aber die ist wirklich aus massivem Messing. Und das Tauchrohr und Innenrohre sind aus Edelstahl. Also sehr, sehr krasse Pfeifen auf jeden Fall. Die sind heavy. Die sind wirklich heavy. Also die sind heavy geil. Aber die sind auch heavy schwer. Also die sind krass. Die sind wirklich krass. Komm, ist auch sehr, sehr geil. Denke ich, müsste ich mal wieder polieren. Ja, ARD. Das ist, ne? Dann eine Mose Breeze. So rum hatte ich gefilmt, das Format. Mit dem lila Sleeve. Ich habe auch noch den schwarzen, der zur Seite rauspustet. Und auch meine Lieblingspfeife, die VUCA. Krass, da hat der so kranke Pfeifen daheim. Und die VUCA ist trotzdem sein Liebling. Aber Respekt. Sehr geile Sammlung. Sehr ausgefallen. Wirklich schön, da mal was anderes zu sehen. Feier ich. Noch die alte, ohne Schliffadapter. Und ja, ihr könnt ja mal raten, was das für Pflanzen sind. Ja, gehen wir weiter ins Büro. Ikea Kunstpflanzen oder so, was? So, im Büro angekommen habe ich... Maschallah, Digga. Nicht nur Musik, sondern auch Filme ohne Ende. Ah. Schreckliches Video, Digga. Schreckliches Video. Wer kann sich sowas denn angucken? Dicker Front geht an Contra K. Schmutz. Hab ich hier oben. Digga, erst Linkin Park und dann Contra K. Wie konnten wir von so einem guten Musikgeschmack zu Contra K abrutschen, Digga? Ah, ist Musik. Jedem, was ihm gefällt. Alles cool, soll jeder hören, wo er Bock drauf hat. Ich persönlich, ey, wenn Contra K kommt, ich krieg einen Ausraster. Ich kann den Typ nicht ab. Noch. Lodo hat's Upgrade auf Vermieter rausgehauen. Lodo, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Sehr, sehr geiles Ding. Nix gegen Contra K. Ich hasse Contra K. Ich hasse Contra K. Es gibt vermutlich keinen Interpreten in der Deutschrap-Szene, den ich mehr disrespekte und hasse als Contra K. Ich muss hoch, halt den Kopf über Wasser. Wir ignorieren mal Contra K. Mero, ja, Mero geht genau in dieselbe Richtung. Aber egal, Contra K für mich persönlich, nee. Wenn es euch gefällt, alles cool. Hört, worauf ihr Bock habt, auf jeden Fall. Wir gucken mal weiter auf seine Pfeifensammlung und wir sehen schon, er hat ein paar sehr moderne, sehr angesagte Pfeifen. Zum Beispiel eine Aeon Edition 3. Vielleicht sogar eine Edition 2. Sehe ich gerade gar nicht. Eine Edition 2 oder 3. Und eine Noob Unique Volt. Auch sehr, sehr geil. Und wir sehen noch mehr Tradis. Also krass, voll die Tradisammlung am Start. Ein paar Tradis stehen. Noch eine syrische mit einem wunderschönen Teller. Einer in Auftrag gegebenen Bowl, die ich selbst mal lackieren lassen habe. Nice. Dann eine ägyptische Traddy, eine libanesische. Krass, Digga. Libanon, ägyptisch und hier und da. Digga, der hat eine Traddy aus jedem Land. Aber das ist geil. Das ist nice. Das ist wirklich eine schöne Sammlung. Das müsste eine Edition 3 sein.
Müsste eine 2 sein, schreibt Gabo. Echt? Also ohne Scheiß. Ich wüsste gerade nicht, wo man eine 2 und eine 3 voneinander unterscheidet. Aber sagt er hoffentlich gleich. Feier Musik von Contra K auch nicht, aber männlich voll der Ehrenmann. Männlich, keine Ahnung, Digga. Ich habe den noch nicht getroffen. Ich weiß nicht, wie der sich in Social Media gibt. Aber seine Musik, nee, ich hasse sie. Ruski, eine Edition 2 Aeon. Krass, brauche ich leider nicht mehr so, was mir da durchzieht. Digga, was ist denn mit dem Wasserstand hier falsch gelaufen? Was ist denn das? Auf ganz krasses Tradi-Verhalten angelehnt, oder was? Warte, sagt er jetzt was zum Durchzug? Da bin ich gespannt. 2 Aeon. Rauche ich leider nicht mehr so, ist mir der Durchzug etwas zu heftig mit. Zu heftig, zu gut. Mittlerweile ist nicht so mein Stil vom Rauchen. Ich bin eher so der, ja, was in Richtung VUCA geht, gefällt mir. Und dann habe ich hier. Digga, da sind noch mehr. Aber kann ich respektieren, wenn er sagt, nö, er mag halt ein bisschen schwereren Durchzug. Alles cool, ey, wenn es ihm so am meisten gefällt, alles gut, dann ist das so. Dann ist das sein Style. Da sehen wir noch eine Tradi. Eine Mamae Coilover müsste es sein. Nee, wie heißt die nochmal? Es gibt die Shikawa und die Mamae Custom. Das müsste eine Mamae Custom sein, wenn ich mich nicht irre. Aber die Shikawa ist flacher und breiter und die Mamae Custom, die ist höher, aber schmaler. Und das sind die zwei, wo es diese Federbein-Dinger gibt. Noch meine Haupt-Doppelapfel-Tradi stehen. Auch wieder eine syrische mit großem Neffes Blattkohleteller. Sehr geil. Alte schwarze Eggermann-Bowl und nochmal zwei Russen. Alter, diese Bowls, Eggermann-Bowls, Junge, die sind mittlerweile so teuer. Die sind krass teuer mittlerweile. Und noch ein Alpha. Also krasse Mischung aus russischen, deutschen und orientalischen Pfeifen, sag ich mal. Libanon, Ägypten, was er da nicht alles hatte. Krische Mami Custom und die Mami. Alpha Hooker X. Und dann haben wir hier noch zwei. Weiter. Es geht immer noch weiter. Krass. Bei kleinere Modelle stehen ein. Die MIG Nano. Und was ist das links? Das ist hier diese Custom FL auf eine Absolut. Mal eine MIG und die Bottle Bowl. Ist nicht so bekannt, ist eine Aluminiumpfeife, die man mit verschiedenen Dichtungen auf diverse Alkoholflaschen drehen kann. Ja, und hier etwas ausgedünnt, weil habt ihr ja gesehen, meine Köpfe sind alle in Benutzung gerade oder sehr viele. Okay, was sehen wir denn? Es ist hier so verschwommen. Ausgedünnt. Was sehen wir denn hier? Also das ist ein Werkbund Flat. Ja, wieder für seine Overpackings. Kenne ich auch nicht. Das ist der Vulkan von M. Rosenfeld beziehungsweise von wie heißt die Marke? Kashimba? Ich glaube nur Kashimba. Aus Spanien ist der Kopf eigentlich. Ein Sapphire Number 5 Squeeze. Ein Samsaris. Das müsste ein KS Apo Echo oder sowas sein? Noch ein KS Apo? Das könnte ein Hooker John 80 Feet oder was ähnliches sein. Was das ist auch keine Ahnung. Doch, das müsste auch ein Saphir sein. So eine Powerball RT oder sowas könnte das sein. Weil, habt ihr ja gesehen, meine Köpfe sind alle in Benutzung gerade. Oder sehr viele. Mein kleines Kopfregal. Und Aufsätze habe ich da drin, aber die zeige ich jetzt nicht. Lotus und Aufsätze für eine Kohle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liebe Grüße aus Niedersachsen. Bis dann. Macht weiter so und tschüss. Alter, sehr nices Video, ohne Scheiß, riesen Shoutout, war einer der besten Kopfhörer-Videos, die ich gesehen habe. Ich fand's super cool, dass er noch die Shisha-Sammlung gezeigt hat, also absolut nice, mega, mega geil. Was ist das denn für eine geile Unterlage, von der Nesten Controller als Unterlage, das ist ja mega killer, Digga. Das ist ja ultra nice, hier sehen wir noch ein HMD, das ich noch nie gesehen habe, ein Lotus 1 Plus Niris, ein Callout 2, ein Lotus 1er in dem ESS. Hukain Drip Bowl, Oblaco M, die drei weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das hier müsste der Holster sein. Das könnte noch ein Oblaco sein, aber ich erkenne den Colorway ehrlich gesagt nicht. Aber sehr nice. Und was für Kopfbauwerkzeug hier am Start. Stäbchen, das flach vorne ist. Drei verschiedene Funnelstopfen. Teigschaber natürlich am Start bei Gabo. Grüße gehen raus. Danke für den Teigschaber nochmal. Mehrere Stopfen, Locher und hast du nicht gesehen? Maschallah, Junge, wenn Kopfbau zu OP wird. So, guten Abend, lieber Moin. Marvin, liebe Shisha-Community, lieber Discord von der Shisha-WG und der Jan. So, ich baue heute mal meinen perfekten Kopfbau. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden oder habt eine konstruktive Kritik.
Wir sind sehr gespannt. Ich baue heute im Black Mamba. Ah, Bengala. Bengala heißen die Köpfe aus Spanien. Wozu dient dieses Gitter? Schützt doch nicht vor Wind, oder? Nee, aber du kannst, wenn du dieses Gitter hier hast, kannst du, das hat unten so eine relativ breite Fläche, das kannst du einfach nehmen, während Kohle drin ist, und kannst das so über dem Kohlekorb abschütteln. Dann kannst du deine Kohle abaschen, drehst es wieder zurück, Kohle fällt wieder rein, setzt das Ding wieder auf deinen Kopf und kannst weitermachen. Und wenn du die Pfeife umwerfen solltest, dann bleibt die Kohle auch drin. Das ist schon ganz nice, schon ganz nice. Das einzige Problem ist, du kommst dann nicht mehr so gut unten in die Smokebox. Das heißt, wenn du mit Kontakt rauchst, ist es eher nicht so geil. Wenn du ohne Kontakt rauchst, ist es sehr geil. Und wir sehen hier drinnen übrigens die kleinen Nöppis, das heißt, das müsste ein Lotus 1 Aufsatz sein. Oh, Licht ist am Start. Und dazu gibt es den Holster Eisdachbild. Nice, rauche ich auch gerade. Okay, erst nehmen wir den Stab mit der flachen Seite. Umrühren. Fürs praktische Umrühren. Nicht, dass wir gleich noch einen cremigen Tabak daraus machen. Oh, uff, Gabo. Ja, ganz wichtig. Ihr müsst wissen, bei dem Black Mamba, das Funnelloch hier, das sitzt relativ tief, ja. Also da würde ich auf jeden Fall immer einen Funnelstopfen benutzen, ansonsten fällt euch elend viel Tabak da rein. Und los geht's. So, locker den Tabak zum Dosenrand hin und in den Kopf fallen lassen. Ja, möglichst einzeln, da nimmt es jemand sehr, sehr genau. Aber würde ich genauso bauen, ja. Also fluffig aus der Dose reinschnicken, in die Mitte einen Funnel stopfen. Habt ihr zum Beispiel bei mir im Review vom Holster Booster gesehen, wie ich den Kopf baue. Sieht erstmal nach relativ wenig Tabak aus, würde ich sagen. Dr. Gabo bei der Arbeit. Ja, so sieht das aus. Also wenn er den noch verteilt, sollte das auf jeden Fall ein Abstandssetup werden. Zumindest so, wie es von oben jetzt aussieht. Aber das kann manchmal täuschen. Kann sein, dass das von der seitlichen Perspektive dann wieder ganz anders aussieht. Das rauchst du heute so. Bei mir gibt es gerade auch Eiskaktus von Holster. Selbe, was der Gabo baut. Ohne, dass ich es wusste. Okay, Tabak erstmal locker fluffig in den Kopf. Jetzt wird der Rand ein bisschen frei gemacht. Tabak noch ein bisschen verteilt. Also für mich wäre es fast zu wenig Tabak, würde ich sagen. Und hier sieht es nach viel Tabak aus. Hier sieht es auch nach viel Tabak aus. Aber hier sieht es ein bisschen mager aus, muss ich sagen. Nice, heute sind meine drei neuen Sorten angekommen. Center Shock, Mango Tango und Gum. Gönn dir! Gabo hat mich gehört. Gabo packt noch ein bisschen Tabak hinterher. Ah doch, sieht schon ungefähr so randhoch aus. Und genau so würde ich den Kopf wahrscheinlich auch bauen. Ja, sehr, sehr locker, fluffig gebaut. Ja, sehr, sehr nice so. Rand ein bisschen frei machen. Ich würde hier, da die Tabakflocke und das würde ich noch ein bisschen in den Kopf packen. Aber abgesehen davon, die Aufregung, Marvin. Ja, Digga. Ganz entspannt. Ja, Rand nochmal sauber machen mit dem Zewa, ist auch eine gute Idee. Dann verbrennt euch nichts, was da drunter hängt, elendig unterm HMD. Ja doch, das ist schon Noppenkontakt auf jeden Fall. Also ist gar nicht mehr so wenig Tabak, wie ich dachte. Das bisschen Nachschaufeln hat da auf jeden Fall den wichtigen Unterschied gemacht, würde ich sagen. Ihr könnt natürlich auch auf Abstand rauchen, wenn ihr das mögt. Ne? Ich sag nur, ich rauche am liebsten mit Noppenkontakt. Ja, sieht doch nice aus. Gut gebaut, schön fluffig, Rand hoch, da jetzt Smokebox drauf mit den Noppen schön in den Tabak ballern.
Wunderbar. Würde mir auch viel zu lange dauern. Ja, also ich denke nicht, dass Gabo sich jedes Mal so viel Zeit für einen Kopfbau nimmt, ne? Dann sehen wir uns beim Rauchen. Ich hoffe, ja, sind wir gespannt. Mit dem Kalut. Ah, Gabo, warum? Der Kalut. Es war so gut. Dann bis gleich. Wir sind gespannt. Ah, da sehen wir es nochmal genau. Okay, da sieht man schon, hier ist nice, aber hier hätte ich ein bisschen mehr Tabak noch hingepackt, ja. Wir sehen schon, dass hier deutlich weniger Tabak liegt als auf dieser Seite. Ja, und das, also es sollte schon schön verteilt sein im Kopf. Ihr müsst nicht perfekt bauen, es muss nicht Instagram-fähig für ein Foto sein, aber das hier und das hier wäre mir ein bisschen zu viel Unterschied. Also hier hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Tabak noch hingemacht. Aber dennoch, der Kopf wird safe laufen. Sehr, sehr nice. So, Kohle. Ah, nice. Die Turbine draußen stehen. Sehr gut. Kohle, die Black Coco. Aber ein bisschen verschiedene Kohle am Start. Turbine geht an. In Rot. Auch sehr, sehr nicer Colorway. Mit Booster. Schöne Outdoor Area. Ja, drei Kohlen rein. Wunderbar. Booster wieder drauf. Und Abfahrt. Fenster stopfen, ich darf. Wasser in die Bowl, das sieht nach einer Custom-Flaschen-Shisha aus, würde ich sagen. Ja, die Belvedere-Feier für Easter. Muss einiges an Wasser rein. Ah, schöne Beleuchtung am Start. Ja, sieht schon schön aus, auf jeden Fall. Eine Aeon auf der Belvedere-Bowl. Krass. Das ist heavy. Köpfchen aufs Weifchen. Noch ein schöner Glaskohleteller am Start. Bisschen Glaskohleteller immer ein bisschen auf 2018 angelehnt, aber wem es gefällt, alles cool. Oh, da hat die Black Coco aber ein bisschen was wegbekommen von der Turbine. Zwei Kohlen rein, eine auf Kipp zum Anrauchen, ne? Hashtag Kantenbasis, Grüße gehen raus an Yannick. Schlauch dran und anrauchen. Ich hätte tatsächlich ein kleines bisschen gewartet, aber das scheint ziemlich schnell zu gehen. Wird nochmal ein bisschen gedreht, Kohle noch ein bisschen mit rein. Geile Boxen auf jeden Fall noch am Start im Hintergrund. Rauchentwicklung geht auf jeden Fall klar. Sieht nach sehr wenig Licht aus, ne? Man sieht es von der Kamera her. Wo ist der Fernseher? Ich glaube, das ist das Gamingzimmer unten im Keller. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da noch ein extra Fernseher ist. Ich glaube, es gibt einen Beamer, wenn ich mich nicht irre, Gabo. Oh, aber er arbeitet gerade. Tenji, kannst du das vielleicht übernehmen? Na, Ringer? Ja, doch, da sind sie am Start. Also, auch das Video von Gabo. Sehr, sehr nice. Ausgefallenes Setup mit der Custom Belvedere Shisha mit einer Aeon obendrauf. Auch sehr, sehr geil. Leute, wenn euch der nächste Teil von den Community Kopfbau Reactions gefallen hat, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo dalassen. Dann verpasst ihr auch die nächsten Videos nicht. Ich hoffe, wir sehen uns da. Wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, alle Infos sind unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht es gut. Eure Shisha WG. So, das war wieder die Abmoderation. Wanderregal hat noch ein Twitch Prime Sub.